oder mich schlappen zu lassen. Ich an seiner Stelle wüsste nicht, was ich tun soll. Das war sicher nicht der einzige Grund. Schon gar nicht, wenn er es zugegeben hat. So war der. Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich hab was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. 7 Chöre aus 7 Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten. Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also, ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Was? Ich bin ganz schön enttäuscht, Mann. Oh, Krieger. Ja. Bei Miss Mason? Wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow, das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo mein Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht öffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Wow. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Ah!
bin ganz schön zäh. Suchen wir einen Ausgang. Roxxon hat Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Hallo? Ist offen. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Hey. Da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Hat Rhino sie verfolgt? Nein, er ist nur ein willenloser Handlanger. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Augenblick, ich habe was gehört. Patrouille läuft. Warte, der Creeper auf, was du sagst. Er wird entspannt, aber er ist jetzt. Er hat in weniger als einem Monat drei Assistenzen. Alles gut. Siesta-Zeit. Warum sollen wir es bei der Garage nicht besser halten? Wir sollten hier informieren. Creeper hat immer nach dem Ärmel. Er glaubt, sie sind Leben für uns von größerem Wert. Entschlüsselung läuft. Augen auf! Könnte jemand hier sein? RX5! Okay, bereit für den nächsten Computer. Finn, wir müssen reden. Die Plaza zu sprengen ist keine gute Idee. Die Stadt mit einem gefährlichen Brennstoff zu vergiften auch nicht. Ja, aber es muss einen anderen Weg geben, sie zu erledigen. Strategien können fehlerhaft sein. Wie die Entscheidung, Freunde anzulügen. Aber lass uns erstmal hier rauskommen. Gut. Aber wir reden nachher drüber. Hey, nochmal umsehen. Ohnmächtig sehen sie so friedlich ab. Okay, ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist ein Spitzname von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nicht. Ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist? Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht
gemeinnützige Arbeit. Dass sie damit davongekommen sind? Die Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Sie gehen erst, wenn ich meine Uniform habe. Er sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Newform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Nein, Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Newform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal. Als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Onkel Aaron. Nein. Moment. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, das. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Wir lassen alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in den wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Das muss an einem Generator hängen. Nur ein bisschen Wenne, dann haben wir Strom. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Motording? Ich hab ne Idee. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Der Laser sollte den Motor aktivieren. Ah, Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Motor überlade, wird explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Runter! Los jetzt! Fast geschafft! Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich
anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Die Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich, auch wenn du unsichtbar bist. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei, ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen, dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Nochmal anziehen. Alles klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft, sei vorsichtig. Wir können uns keine Überraschung leisten. Es gibt nur einen Ausgang aus der Basis. Sie müssen hier durchkommen. Ich weiß nicht. Tinkerer ist gerissen. Rhino sagt, sie arbeiten zusammen. Das ergibt keinen Sinn. Die hassen sich. Der Feind meines Feindes, was? Muss wachsam bleiben. Einfacher als ich dachte. RX-97, bitte melden. Er antwortet nicht. Seht an seiner Position nach. Du vertraust mir nicht. Du hast recht, tue ich nicht. Aber können wir das ändern? Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Casa sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden.
Ich werde auch zuhören. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Das gibt blaue Flecken. Gebiet sichern! Da. Okay. Ich sehe ihn. Entsichern und zum Angriff bereit machen. Ich hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Wir sehen uns. Sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei maskierten Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle Nuform-Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Wollen wir spazieren? Wir müssen die Panzerung knacken! Du bist ein würdiger Gegner! Ich schenke dir einen guten Tod! Einen guten Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment deuten! Du musst deine Rüstung abschalten! Auf und ich schlag dich wieder nieder! Oh, aber ich muss dich nur einmal treffen! Das werdet ihr nicht überleben. Und wenn ich die Motoren auflade?
Hey, halt das mal bitte! Ich hab bei der Entwicklung der Rüstung wohl nicht an explodierende Motorblöcke gedacht. Ich werde ihn nicht töten! Sowas machen wir nicht! Und deshalb wirst du verlieren! Deine Rüstung ist ziemlich ramponiert, Rhino! Deine Rockstar-Rüstung ist deaktiviert! Du bist dran! Okay. Bereit für ein paar Stromschläge? Ich kann dich nicht leiden. Er ist betäubt. Wir haben ihn gleich. Nicht aufhören. Wir vernichten ihn. Die Kleine ist wild. Ja? Das ist sie. Ich hab ihn! Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen, er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos. Meine Familie ist tot. Genki, ich brauche Hilfe. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Oh. Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Finn greift die Blase an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht.
Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns, alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Ich hab Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht.